Hey Leute und willkommen hier zu einer weiteren Folge Avalanche 2. Wir befinden uns hier in der Bibliothek, wo wir unser Studium absolviert haben oder absolvieren werden. Mal gucken, wer hier alles ist. Oh, Entschuldigung. Willkommen in der großen Bibliothek von Genua. Wir katalogisieren die ältesten Texte, damit sie genau untersucht werden können. Schön. Kann man klären was? Nö, kann man nicht. Ach, ihr habt an der Geschichte des Kaiserreichs Interesse? Wusstet ihr, dass nach der Niederlage des Kaisers eine überwältigende Menge von Dämonen wie von Zauberhand in Dämonen auftauchten? Dadurch zog sich der Krieg noch länger hin und forderte noch mehr Opfer. Ah ja. Kann man hier irgendwas machen? Nein, kann man nicht. Bei der Geschichte von Dalkin dem Roten stehen mir die Haare zu Berge. Dalkin, war es nicht der Typ, der uns gefangen genommen hat, oder nicht? Oder? Natürlich, er war ein fantastischer Oberst, doch er opferte seine gesamte Armee um den Tod des Magus. Gab es denn keine sanftere Methode, um das zu erreichen? War der Magus ist gestorben? Oh, eine Schatztruhe. Gefunden! Mana! Natürliche Lebensenergie, 100% nachhaltig, umweltfreundlich und glutenfrei. Sehr schön, da können wir jemanden upgraden. Ich bin auf der Suche nach einem ganz besonderen Buch, das dem Forscher Largo bei einer Expedition zum erstarrten Kontinent in die Hände fiel. Also ich könnte schwören, dass es hier irgendwo ist. Der erstarrte Kontinent. Langsam fange ich an, mir Sorgen um die... Sorgen um das liebe Fräulein Velvet zu machen. Ich hoffe doch sehr, dass sie bei ihrem Reisen zu dieser Pirateninsel nicht ins Spiel geraten ist. Ich habe wirklich Wichtigeres zu tun, als mich mit ehemaligen Schülern zu unterhalten. Ich sorge lieber dafür, dass sie mich nicht sehen. Wovor steckt sie denn? So, sollen wir, also zur Hexe können wir ja gar nicht, glaube ich. So, mit euch habe ich schon geredet. Euch auch. Kann ich hier was machen? Nein, kann ich nicht. Oh ja, da war eine Schatztruhe noch. Da gehen wir schon hin. Willkommen, junge Spieler. Kommt und lernt das größte Spiel aller Zeiten. Natürlich meine ich damit das Kartenspiel. Ihr sammelt Karten und schenkt euch den Armeen eurer Freunde. Doch am Ende bleibt nur einer. Sieht das cool aus, Chris. Juhu, kommt näher und erfahrt mehr. Aha, ein neuer Spieler gesellt sich zu uns. Darf ich euch als Begrüßungsgeschenk diese drei Karten anbieten? Gefunden, Eichhörnchen! Möchtet ihr mehr über das Kartenspiel erfahren? Wie spielt man es? Das Kartenspiel ist kinderleicht. Sucht euch einfach einen Gegner und fordert ihn heraus. Sollt ihr ihn besiegen, gewinnt ihr eine neue Karte für euren Stapel. Das Kartenspiel ist uralt und bei Spielern jeden Alters beliebt. Es wird in allen Winkeln der Welt gespielt. Möchtet ihr mehr über das Kartenspiel erfahren? Die Regeln. Ganz einfach. Zieht Karten aus eurem Stapel. Ihr könnt sie zurückwerfen, um Mana zu gewinnen. Oder auf dem Brett spielen, wenn ihr genug Mana habt. Auf dem Brett greifen sie euren Gegner oder seine Karten an. Reduziert die Trefferpunkte eures Gegners auf 0, um zu gewinnen. Möchtet ihr mehr über das Kartenspiel erfahren? Das Brettspiel. Es gibt drei Linien mit zwei Karten auf jeder Seite. Karten in der Nähe eures Gegners können Schaden verursachen. Gibt es eine gegnerische Karte, so kämpfen sie. Ansonsten erleidet euer Gegner einen Treffer. Wenn eine Karte zu großen Schaden nimmt, kommt sie zurück in den Aufnahmestapel. Möchtet ihr mehr auf das Spiel? Oh nein, das wollte ich jetzt nicht. Spezialkräfte. Einige Karten können mehr als nur kämpfen. Reichweite bewirkt einen Schaden, wenn sie auf der hinteren Reihe liegt. Erster Streich bewirkt als erstes Schaden. Überrumpeln, überschüssiger Schaden springt auf das nächste Ziel über. Magie gewährt ein Mana pro Zug. Heilen, selten, heilt die Karte vor sich. Möchtet ihr mehr über das Kartenspiel erfahren? Nö. Versucht alle Karten zu sammeln. Bis jetzt haben wir, glaube ich, keine einzige noch gefunden. Nein, ich will kämpfen. Oder spielen, zumindest nicht kämpfen. Fordert mich bitte heraus, ich will das Kartenspiel spielen. Klar. Bereit für den Kartenspiel? Yes!
Ja, machen wir so, ne? Diesen Fernkämpfer, also kann die angreifen? Easy going. Na, vielleicht auch nicht. Aha, du hast was du nicht machen, okay. Das war's für ihn. Habt ihr ein Glück. Hier, ihr verdient diese Karte. Gefunden, Fledermaus. Nice. Jawohl, ich habe eine neue Karte gewonnen. Und was für eine. Hey, ihr da, wie wär's mit einer Runde gegen mich? Alles klar, bereit für den Kampf? Kartenspiel? Gehen wir auch zurück. Gott sei Dank habe ich mehr Leben. Habe ich. So. Warum hat nicht zuerst der Bär angegriffen? Ah, toll. Ich denke, ich gewinne wieder. Und los geht's. Haha, gutes Spiel. Hier verdient diese Karte. Toll, Hut. So, nächste. Es heißt, ihr soll es den ultimativen Champion des Kartenspiels geben und er hat den Trumpf in der Hand. Wer könnte das nur sein? Du nicht. Solange ich doppelt so viel Leben habe, ist es gut. So, ich gebe alles nur eins. Ja, einen werde ich aber trotzdem noch hingeben. Achso, der gibt. Ah, der gibt Mana. Dich geh mal zurück. Dich geh mal hier hin. Ja, dich muss zurückkriegen. Wow, gleich beide. So, du musst da hin. Und ihr. Ja, warte mal, die gebe ich hier hin. Fünf Leben noch mehr, das geht. Ja, dich gehen wir hier hin. Dich gehen wir hier hin, ja. Mann, warum greift der schon wieder an? Ist das da? So, das war's für ihn.
Gutes Spiel. Was? Da gibt mir gar nichts. So, wer bist du? Bereit für den Gartenspiel? Yep. So. Du gehst hier hin, du machst mehr Schaden und du gehst weg. Oh Gott, ja. Ah, es geht genau aus. Perfekt. Zwei Schaden. Ja, das machen wir so. Oh, er greift gar nicht an. Okay. Und du auch weg. Ein Leben. Okay. Der macht den ersten fertig. Fledermaus macht den hinteren fertig. Und die macht Jump beim Gegner. Ja, das war's für ihn. Oder noch nicht. Na ja, gut. So, die gehen wir weg. Dich werden wir hier hingeben und die gehen wir auch weg. Und wieder gewonnen, schon wieder verloren. Hier, er verdient diese Karte. Klacks. So, spielt ihr auch? Ah ja, ich gewinne heute schon zum dritten Mal. Okay. Ich habe gerade mit meinem Stapel für das Kartenspiel angefangen. Ein paar der Karten sind ziemlich selten. Ja, kämpf gegen mich. Ah, gegen mir. Heute sind nur Noobs unterwegs. Das macht nicht mal einmal Spaß. Ich habe fast ein schlechtes Gewissen, wenn ich sie schlage. Bereit für ein Kartenspiel? Jo. Oh, hat hier doch 20. Ich glaube, dieser Champion. Dann gehst du weg. Du gehst weg und du greifst an. Was? So, jetzt. Oha. Du gehst dahinter. Du gehst zurück. Okay, so schlimm war es jetzt gar nicht. Zurück. Du kümmerst dich um den und. Ja, du musst auch zurück. Oh, drei Schaden macht er. Was ist der? Warte, Leben 8! Zwei habe ich. Okay. Der billigste geht die hin, du machst den fertig. Wenn ich dich zurückgebe, bekomme ich nur einen. Wenn ich dich zurückgebe, gebe ich zwei. Ja, geh hin. Okay. Einen Schaden kann ich verkraften.
So, du machst den fertig. Du gehst zurück und du gehst hier hin. Ah, der darf als Erster schlagen, okay. So. Na komm, der muss weg da unten. Boah, der macht 5 Schaden, Alter. Boah, jetzt holt er mich ein. So, du kannst hier hin. 2 Schaden. Ein Leben. Ja, ist ein geil, wo du hingehst. Dann schauen wir, was dem loswerden. Boah, 3 Leben nur mehr. Wir kommen nur auf 3 jetzt. Ah, oh, fuck. Du musst weg. Oh, geil. Das war's jetzt für mich. Boah, der Kübelskopf hat 5 Schaden des Fernkampf. Das ist unfassbar. Ja, der Anfang gut. Ja, ich glaube, ich muss ein paar Karten noch sammeln, bevor ich nochmal gegen die antrete. Kann ich die Herausforderung überhaupt? Nein, die kann ich nicht herausfordern. Okay. Schauen wir mal, was in der Schatztruhe da hinten ist. Toll. Ein Stern. So, dann schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Aber ich glaube, ich war jetzt schon zumindest wie ein Gebäude, oder? Da unten habe ich angefangen, bin da raufgegangen, habe hier eine Rüstung gekauft. Hier rüber, ja. Ich glaube, hier war ich schon überall. Money, money, money. So. Das nehmen wir noch mit. So, von rechts kommen wir. Da unten ist der Berg. Schön. Das ist mit dem Schatz. So, komme ich jetzt zu der Hexe? Oder ist es noch wegen Stein? Ja, das ist noch wegen Stein, okay. Wo ging es hier überhaupt nochmal zum Dorf? Bergwerk? Ne, da müssen wir nicht hin. Hier kommen wir nicht weiter, oder? Ne. Ja, dann kann ich nur südlich zum Berg gehen. Ich hoffe, dass es da richtig ist. Aber warte mal, da drüben links ist auch noch was. Über den Berg ging es ja nicht weiter. Dann komme ich hier auch weiter. Da unten ist das Dorf. Der Felsschutz blockiert den Weg zu meinem Dorf, aber es gibt wichtigere Dinge, um die wir uns jetzt kümmern müssen. Was denn? Boah, das habe ich jetzt vergessen. Labor. Was für ein Labor? Niemand hier? Ein Ort, der abkassieren. Hier geht's nicht weiter. Ja, und die Tür ist verschlossen wahrscheinlich. Diese Tür kommt mir bekannt vor. Alles klar. Gut zu wissen, da gehen wir halt wieder. So, dann bleibt im Prinzip nur mehr der Berg oder die Mine.
Gehen wir mal zum Berg. Oh, das ist der Typ, den wir getroffen haben oder treffen werden in der Zukunft. Der Alte. Er sagt ja, dass er uns kennen tut. Ihr seid immer noch hier? Glaubt ihr, ich habe Zeit zu verschwenden? Ich bin hier, weil ich Ruhe und Frieden suche. Jetzt raus. Ich habe wichtige Forschungsarbeiten zu erledigen. Ja, reden wir trotzdem mit ihm. Ihr kamt wohl, um mich zu verspotten, was? Nein? Oh, tatsächlich? Dann lasst mich euch eine Geschichte erzählen. Es war einmal ein verrückter Wissenschaftler. Ein furchteinflößender Mann, dessen Wissen aus geheimnisvollen Quellen stammte. Seine Macht kannte keine Grenzen und er war sogar in der Lage, neue Lebensformen zu erschaffen. Doch eines Tages verschwand er spurlos und ließ seinen Sohn einsam und vaterlos zurück. Das war mein Vater. Ich kann mich kaum an ihn erinnern. Er verließ mich, als meine Mutter starb. Damals war ich 4 Jahre alt. Seither setzte ich alles daran, ihn zu übertreffen und etwas zu schaffen, das niemandem zuvor gelungen ist. Ihr werdet euren Augen nicht trauen. Eine Flugmaschine. Oh, die kennen wir schon. Ich weiß, es hört sich verrückt an, aber ich glaube fest daran, dass es mir gelingen wird, wenn ich nur hart genug daran arbeite. Auch wenn ich den Rest meines Lebens damit verbringe. Natürlich würde es mir die Arbeit enorm erleichtern, wenn ich einen Prototypen als Grundlage hätte. Aber wo war ich stehen geblieben? Ah, ich war dabei, Auftrieb, Aerodynamik und temporalen Gradienten zu berechnen. Ja, leider konnten wir die Maschine nicht mitnehmen. Aber du wirst es schaffen, mein Junge. Okay, hier können wir nichts klauen. Ich meine, morgen. So, gibt's eigentlich den Höhleneingang noch? Ja. Na gut, dann gehen wir mal auf die Spitze des Berges. Oder auch nicht. Wir Hüter wurden von den Magiern entdeckt. Sie glaubten, sie hätten uns geschaffen, doch sie haben uns lediglich gefunden. Ihr, die ihr nach der geheiligten Kraft des Windes trachtet, kehrt zu mir zurück, wenn ihr erwacht seid. Okay. Tschüss. Okay, dann bleibt uns nur mehr der Weg zu den Minen. Mehr, da. So, du noch. Oh, da drin war ja noch was. Und hier können wir auch noch hinschauen. Vorher. Die Lichtung. Halt, hier geht's weiter. Oh, jetzt können wir alles ernten. Das war halt in der Vergangenheit, oder? Wo wir den Schatz suchen mussten. Oh, da werden wir jetzt ordentlich abkassieren. Oh, das ist hier wer. Ist das nicht der Typ, der die Schatzsuche veranstaltet hat? Ich frage mich immer noch, warum er meinen Schatz so schnell gefunden hat. Hätten wir das vielleicht sein sollen? Vermutlich gab es hier irgendwo einen Hinweis, aber den habe ich wieder mal übersehen. Ja, das hatte ich aber ausgezahlt. 1135 Gold. Sehr schön. Also wenn wir ein bisschen knapp bei Kasus sind, da können wir hier hingehen. Und ab. So, bevor es hier aber weitergeht, Leute, mache ich hier Schluss. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like oder einen Kommentar da. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.